Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wir haben heute mal wieder einen neuen Kopf für euch auf meinem Kanal. Und um was soll es gehen? Wir reden gar nicht lange drumherum. Ihr seht es schon, um den Hooker John 80 Feet 80. Ja, ich denke mal, der Kopf ist den meisten von euch ein Begriff oder sagt euch zumindest was. Das ist quasi der kleine Bruder vom 80 Feet. Der Unterschied zum 80 Feet ist, dass der 80 Feet ein ganz minimales, breiteres Depot hat und ja, einfach ein bisschen tiefer ist und ein bisschen mehr Tabak fasst. Grundsätzlich ist der 80 Feet 80 und der 80 Feet von dem Shisha-Influencer Hooker John hergestellt. Den gibt es auch noch als Somo-Variante zum Beispiel. Ja, da gibt es immer schöne Limited Colorways. Habe ich jetzt hier nicht mehr bekommen. Meiner ist ein normaler Colorway und es steht auch kein Somo drauf, weil ich die normale Variante habe. Ihr habt halt hier nur dieses Hooker John Logo. Ja, ansonsten ist der hier unten rundherum glasiert. Und hier oben habt ihr ja unglasierten Ton, wird ja doch unglasiert. Beziehungsweise es ist einfach nur mit einer ganz dünnen, klaren Glasur überzogen, so dass die Molasse euch nicht in den Kopf fällt. Zum Tabakfüllvolumen, hier passen 5 bis 10 Gramm rein, also nicht viel. Ihr könnt das Ganze auch nicht mit Smokebox rauchen, dafür ist er viel zu klein. Der ist wirklich nur für Alufolie. Wie ihr seht, ihr habt ein riesen Funnelloch, also Durchzug ist auf jeden Fall gegeben. Ich nutze den sehr, sehr gerne für kleine Sessions, 15 bis 45 Minuten, viel länger hält er nicht. Aber wie gesagt, ihr kriegt nur 5 bis 10 Gramm Tabak rein. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir schnacken vorneweg nicht lange rum, gucken uns jetzt hier den Kopfbau an, dann rauchen wir den. Und ja, bis gleich. So, willkommen zurück, Freunde. Kopfbau habt ihr gesehen. Wie ich die Alufolie spanne, habe ich euch jetzt hier nicht mit eingeblendet, weil ja, einmal rundherum gehen, dass die vorgespannt ist. Zwei Reihen Löcher, eher große und wenige, statt kleine und viele. Und dann einfach nochmal nachspannen. Kein Loch in der Mitte und fertig. Ihr habt jetzt im Kopfbau schon gesehen, als Anfänger-Funnel würde ich einen auch nicht unbedingt empfehlen. Durch das kleine Depot ist es gar nicht so einfach, das Ding gescheit zu bauen. Das Problem ist, das Depot ist ja auch nicht tief. Demzufolge ist es da schwer, den Tabak locker fluffig reinzulegen, ohne den anzupressen und dass der trotzdem noch Abstand hat. Weil das Ding auf Vollkontakt, wenn ihr das so macht, wollt ihr nicht rauchen. Wenn ihr das natürlich auf Vollkontakt rauchen wollt, wenn ihr das natürlich auf Vollkontakt rauchen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, aber dann macht man das ja nicht so mit Sieb und Alufolie festspannen. Das sei aber jetzt mal dahingestellt. Wie gesagt, als Anfängerpfanne würde ich ihn nicht empfehlen. Ich nutze ihn, wie vorhin schon erwähnt, für kurze Sessions, wenn ich nur eine halbe Stunde Zeit habe oder so und ich schnell den Kopf ballern will, dann schmeiße ich mir den rein, weil 5 bis 8 Gramm oder 5 bis 10 Gramm Tabak ist nicht viel. Ja, das kriegt ihr auch wirklich in einer halben Stunde weggeraucht, dann ist der Kopf auch durch. Ich habe es auch schon geschafft, den eine Stunde zu rauchen, aber das ist halt ja, die Ausnahme. Was habe ich vornherein noch für Kritikpunkte? Ein großer Kritikpunkt, wie ich finde, ist Punkt 1, die Verfügbarkeit. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, während die Kohlen angegangen sind. Ihr kriegt den so gut wie nirgendwo mehr zu kaufen. Ja, also der ist ständig ausverkauft. Genauso die Somo-Edition, das könnt ihr komplett vergessen, dadurch, dass das limitierte Editionen sind. Entweder ihr kauft den gleich bei Drop oder ihr habt Pech gehabt. Ansonsten, nächster Kritikpunkt, der Preis. Ja, er ist teurer als Oblaco, Zeus und Konsorten. Der 80 Feet 80 kostet 27,90 Euro und kostet damit gleich mal 3 Euro mehr und ist auch noch wesentlich kleiner. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das für diesen Funnel bezahlen wollt. Und
Ja, das vorweg. Ich denke, wir rauchen das Ganze jetzt mal an und quatschen dann noch über das Fazit. Und ich rauche mal an. Ja, dadurch, dass wir jetzt so lange gequatscht haben, denke ich, seht ihr schon, müssen wir das gar nicht weiter anrauchen. Ja, raucht schon ganz in Ordnung. Ja, nehmen wir noch mal ein, zwei Züge. Zum Durchzug. Dadurch, dass ihr dieses riesen Funnelloch habt, habt ihr eigentlich kaum Probleme mit dem Durchzug, insofern ihr die Alufolie ordentlich locht und die Folie vorher richtig spannt. Ja, also durchzugsmäßig kann ich nicht meckern. Geschmacklich kann man dem 80 Feet 80 auch nichts vorwerfen. Also geschmacklich ist es wirklich ein guter Kopf. Der kann da mit Zeus und Oblago vom Geschmack locker mithalten. Nichtsdestotrotz würde ich euch den 80 Feet 80 nur bedingt empfehlen. Also wie gesagt, für Anfänger gar nicht. Ja. Preislich ist er doch meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich denke mal 19,90 € hätten es auch getan. Aber ja, wenn ihr längere Sessions rauchen wollt, dann auf jeden Fall holt euch den 80 Feet. Damit werdet ihr glücklicher, wenn ihr nicht nur eine halbe, dreiviertel Stunde oder eine Stunde rauchen wollt. Ansonsten, es passt gar keine Smokebox drauf, deswegen kann ich das nicht bewerten. Also das ist wirklich nur mit Alu und einem Sieb oder einem Apple on Top rauchbar. Und ja, das waren auch schon meine Punkte zu dem Funnel. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Es ist ein preislich meiner Meinung nach etwas zu hoch gegriffener, guter Funnel für kurze Sessions, allerdings nicht Anfänger geeignet. Ob ihr ihn euch holen wollt, müsst ihr selber entscheiden. Wie gesagt, von mir gibt es eine bedingte Kaufempfehlung für den Kopf. Und ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich mich freuen, auch noch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh.